Nach dem großen Kerl seid ihr jetzt ein zierliches Mädchen. Das wäre recht. Und genau das haben wir. Ich habe sie mit Begeisterung bei der Goldenen Kamera kennengelernt. Sie hat ein wunderhübsches Gesicht. Kein Wunder, dass alle nach ihr schreien. Wo auch immer Fernsehen gemacht wird, möchte man sie haben. Wir zeigen gerade mal, wie sie mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet wurde. Ein Talent, das einfach nicht zu übersehen ist, egal in welcher Rolle. Sie ist die Fernsehentdeckung des Jahres und hat mit Sicherheit eine große Zukunft. Und dazu wünsche ich ihr sehr viel Glück. Und ich überreiche Ihnen hiermit die Goldene Kamera. Und jetzt ist die Kamera Gewinnerin. Natürlich ist der Herr, der sie ihr überreicht hat, auch von Interesse. Nur haben wir gedacht, Ladies first. Morgen kommt Horst Tappert. Heute kommt Muriel Baumeister. Immer das Gleiche. Die Mädchen kommen die Treppen runter, haben mich von oben noch im Visier und ab da sehen sie den Hund. Und schon ist die Kurve in diese Richtung. Der ist süß, gell? Der ist klasse. Du hast noch ein noch kleineres Baby, also der ist schon 6 Jahre alt, aber sieht aus wie ein Baby. Sieht ein bisschen anders aus. Ja. Also so die Schnauze und die Ohren ist doch ein bisschen, aber... Deiner ist 2 Monate, oder? 4 Monate. 4 Monate. Es ist kein Hund, es ist ein Mensch. Obwohl er Linus heißt. Er heißt also Linus. Ein ganz besonderer Name. Oh. Nicht, nein. Gleich an die Mutterpflicht. Ja. Wie kamst du auf Linus? Wir wollten einen Namen, den man in ganz Europa aussprechen kann. Nicht schlecht. Linus. Also Linus, Lino, Linus ist nicht so ganz günstig, aber sonst ist Linoleum ist alles. Alles dabei. Ich weiß, ich kenne dich, ich kenne deinen Linus. Du kennst den Vater. Ich weiß, wer der Vater ist. Also einfach nur so privat. Ihr lebt zusammen? Oder? Wir leben zusammen, wir sind nicht verheiratet. Ja, süßer. Kann ja noch kommen. Der Jeff, der Jahr ist nicht verheiratet. Ja, es muss auch nicht sein. Es ist alles so wunderbar. Aber nach dem zweiten, finde ich, hätte er schon heiraten können. Also ganz ehrlich jetzt mal. Also wenn ich dann nach dem zweiten überlege, dann frage ich vorher und dann unterhalten wir uns mal. Hm? Da bin ich doch sehr konservativ. Der Herr, nach dem zweiten solltest du heiraten. Das erste ist hier... Hast du denn 2 oder 1? Ich habe 2. Ich habe vor dem ersten geheiratet. Das waren noch ganz andere Zeiten. Ja, ja. Also, das Gesicht des Jahres, hast du das gemerkt, dass die Goldene Kamera irgendwo gewirkt hat? Haben ein paar Telefone geklingelt? Ja, hilft sowas wirklich an Aufmerksamkeit? Also ich glaube, die kriegst du ja nur, wenn du irgendwie schon ein bisschen was gemacht hast. Und dann gibt es nochmal so einen Tick, das denke ich schon. Mhm. Aber ob es jetzt... Bei mir nützt nicht besonders viel, weil ich ja so viel nicht machen kann. Also ich habe ja noch was anderes zu tun hier, so ähnlich wie der hier. Baby machen. Und ja. Und da würdest du notfalls also auch dem Kind zuliebe eine interessante Geschichte erstmal hintanstellen? Ganz aufhören würde ich natürlich sehr ungern. Nein. Muss man auch heute zu... Will ich auch nicht, nein. Weil... Also was hat er von mir, wenn ich gefrustet und gelangweilt beim Windeln wechselnd nur schreie? Ja, die Milchsauer. So. Genau. Eben, ja. Du stillst immer noch, gell? Ich still immer noch. Nein, das ist ja... Ich gucke immerhin, aber bei einer jungen Mutter habe ich dann doch letzten Endes eine gewisse Form, sehr verständlich. Naja. Jetzt bist du, wie groß bist du? Soll ich mal aufstehen? Ja, einmal. Wenn der Hund nicht erschrickt. Mit Hund? Ach doch, du bist gar nicht so klein. 1,67, ja. 1,67. Mit Pömst noch? Du hast ja immer flach. Diese... Flach. Ja, immer. Wie die jungen Leute heute. Allerdings bist du nicht ganz schwarz angezogen. Ja, naja. Also eigentlich, ich habe auch seine Dankesrede so bei der Goldenen Kamera so eine rundum Zufriedenheit gespürt. Du hast ein Kind, du hast ein... Vater für das Kind, du hast tolle Rollen. Also viele junge Schauspielerinnen wären glücklich, wenn sie 1 davon hätten. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich mich um keines von diesen 3 Dingen besonders gekümmert habe. Mhm. Also es kam irgendwie alles so auf mich zu. Das ist das Schönste. Bleib ein bisschen bei uns. Wir gucken mal, was im Kino läuft. Also alles Filme, wo du gut reingepasst hättest. Erst die 9 und dann unsere offizielle Kino-Hitparade. Gucken wir mal kurz rein. Auf Platz 1. Was klotzen Sie so? Ja, das waren die Kinocharts, Scoutfire Nummer 1. Welchen von den ersten 3 willst du dir angucken? Mrs. Doubtfire, vielleicht finde ich ein Kindermädchen. Doubtfire, ja, aber nicht so stachelig ist. Mhm. Free Willy ist auch schön. Ach, wieder so der. Ja. Erstmal einen Babysitter besorgen und dann gucken wir mal. Ich habe noch so viele Filme nachzuholen. Ja. Interessierst du dich für Fußball oder weniger? Ich habe vorhin schon gesagt zu Mehmet, ich habe einmal ein Bayern-Spiel gesehen. Da war ich 10. Aha.
Und das war aber das Letzte seitdem. Zeit, dass du einen Bayern-Spieler mal von nahen siehst. Du hast gerade Mehmet gesagt. Ich denke auch, dass ein Mensch, der sich Mehmet heißt, Mehmet schreibt. Mir sagen alle, nein, der heißt Mehmet. Fragen wir mal, wie der Franz sagt. Hier ist Mehmet Scholl. Also was ist? Mehmet, Mehmet? Mehmet heißt es. Ja, bist du ganz sicher? Ich bin mir ganz sicher. Ich glaube schon, dass ich weiß, wie ich heiße. Naja, aber ich meine, es ist eigentlich eine negative Geschichte oder nichts zum Lachen, was da passiert ist. Deswegen lass uns über was reden, wo wir lachen können. Über genau. Deine Klamotten und so. Obwohl, heute ist ja ganz gut. Eben. Nochmal, gestern hattest du die Kappe auf. Eben. Ich habe gedacht, heute kommt Mehmet, da ziehe ich meinen guten Anzug an. Sag mal, übrigens, man hat genau gemerkt, der Mann kommt rein, gibt erst der Dame die Hand. Das ist ein Fußballer mit Abitur, zum Beispiel. Du wolltest ja studieren. Oder hast du auch gesagt, es muss ein Fußballer nebenbei was Vernünftiges machen? Ja, man sollte nebenbei schon was Vernünftiges machen. Nur es ist immer ein Unterschied, bei welchem Verein du auch spielst. Und ich glaube nicht, dass man jetzt gerade beim FC Bayern, wo ich jetzt spiele, wo man wirklich eingespannt ist von morgens bis abends, dass man da noch Zeit findet für was anderes. Ja. Immer wenn ich einen Fußball habe, dann werden meine Jungs ganz panisch in der Redaktion und sagen, um Gottes Willen, das kann nur daneben gehen. Und ich habe immer drei Sicherheitsfragen. Die erste zum Beispiel, das war nicht die erste, das ist die erste. Wie ist die Stimmung bei euch Bayern? Hat der Franz euch den Marsch geblasen? Darf ich kurz antworten? Selbstverständlich. Nein. Siehste, die Antwort hätte ich selber gewusst. Der hat euch laufen lassen, richtig Waldlauf, und hat gesagt, er könnte 18 Purzelbäume machen, Spiel wäre auch verloren. Ja, so ungefähr. Also er hat die Fehler natürlich schon angesprochen. Zum Beispiel hat er die auch einen vorgeworfen? Ja, er hat jeden angesprochen, aber das wollen wir nicht näher. Ist geheim. Ist geheim, genau. Ja. Ich habe nämlich mal gesehen, in einem kurzen Zusammenspiel, dass du viele Tore von links schießt. Sehe ich das richtig? Hat er gesagt, Mehmet, versuchst du mal vor der rechten Seite. Oder? Da, schau, das war einer von links. Und der nächste schon wieder von links. Ja, ist mir selber noch nicht so aufgefallen. Siehst du, hier wieder einer von links. Aber dann plötzlich, ganz überraschend für den Torwart, kommt er von rechts. Ja gut, das ist ja das, was einen unberechenbar macht. Richtig. Jetzt aber wieder von der alten Seite. Und dann wieder ein getäuschter und ganz knapp. Das freut dann am meisten, oder? Wenn man selber denkt, oh, der geht drüber. Ja, vor allen Dingen, das war ein Tor, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass der überhaupt noch eingehen kann. Der Torwart auch nicht. Ja, ja. Und es war auch eine Zeit, wo ich allgemein nicht so gut gespielt habe bei Bayern. Aber jetzt läuft es hoffentlich wieder besser. Ja. Also gibt so ein Typ dann wirklich Auftrieb? Also merkt man, dass da in der Mannschaft was passiert? Denn der arme Kerl, der kann ja nur Meister werden. Oder es gibt Ärger. Ja gut, man hört ja immer, dass der Franz Beckenbauer viel Erfolg hatte mit allen Mannschaften, die er bisher trainiert hat. Und darauf hoffen wir natürlich auch. Nur ohne unser Zutun geht es auch nicht. Da hast du recht, sag ihm das ab und zu. Ja, ich glaube, er weiß es auch. Ja. Weißt du, gegen wen die nächsten Samstag spielen? Leipzig. Leipzig? Leipzig. Ihr spielt gegen Leipzig. Was passiert, wenn es da wieder einen auf den Deckel gibt? Da gibt es keinen auf den Deckel. Oder da darf es keinen auf den Deckel geben. Würdest du so weit gehen? Ja, ich bin ein Mensch, der positiv denkt. Und ich glaube einfach, das muss gut gehen. Mhm. Du bist überhaupt so vom ganzen Wesen her so ein Legerer. Ist das die neue Generation Fußballer? Ich kenne ja noch die Alten, die Horst Rubisch. Servus. Und so, es ist ja schon auch anders. Ja, allgemein hat sich das Bild vom Fußballer, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Früher waren das die Foku Hilamoli-Bars, also vorne was? Kurz, hinten lang Oberlippenbar. Und nochmal lang. Foku Hilamoli-Bar. Vorne, kurz, hinten lang mit Oberlippenbar. Okay. Also, heutzutage gibt es dann schon mehr, die Abitur haben oder sich auch auf andere Sachen konzentrieren. Und ich glaube, das kommt auch ganz gut an. Ja, freilich, selbstverständlich. Er spielt hier akademisch, heißt es dann. Wo geht der Hund jetzt? Der hat öfter? Kein Abitur, jetzt ist beleidigt. Also, du hast schon gesagt, Fußball weniger. Was ist dein Traumsport? Was müsste er sein, um, ich würde sagen, der Vater des Zweiten also zu werden? Also, ich finde, für einen Fußballer ist er wirklich die glänzende Ausnahme. Das okay. Ist, ne? Siehst du, das ist das Schönste, was einem passieren kann, dass man als Botschafter sozusagen junge Mädchen sagt, die sind ganz anders, als man denkt. Er hat mich vorhin schon gefragt, was, du bist Mutter? Das hätte ich nicht gedacht, also mit jungen Mädchen. Bist du schon Vater? Meine Frau ist genauso alt und wir haben uns schon unterhalten. Ist noch nicht Mutter. Aber bald. Da kann die Frau wenig dafür, hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Ja gut, wir sind ja jetzt erst 4 Jahre zusammen und das Körperliche kann warten. Aha.
dachte, es ist auch noch ein Asket ersten Ranges. Ein bisschen Matthäus, ein bisschen Doll, fertig ist der Mehmet Scholl. Kennst du das? Also ist das ist ein Kompliment? Ja, finde ich auf alle Fälle. Ja. Und heißt das, dass du auch wie Matthäus irgendwann dich im Süden wiederfinden würdest, oder? Ja gut, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich mit dem FC Bayern Erfolg habe. Und natürlich träumt man von der Riesenkarriere, aber man sieht jetzt auch beim Lothar Matthäus, dass das irgendwo Nachteile hat. Also das, er kann sich ja auch nicht mehr frei bewegen, aber die würde ich dann wohl auch in Kauf nehmen. Aha. WM steht vor der Tür. Siehst du dich irgendwo in Amerika schon? Ja, wie gesagt, kann ich nur das Gleiche sagen. Ich schaue, dass ich beim FC Bayern gut spiele. Und ich glaube, wenn wir Deutscher Meister werden im FC Bayern... Also der Berti hat noch nicht irgendwie mal vorbeigeklingelt? Nein. Weil dann wird es mit der Schwangerschaft ja schon wieder nichts. Ja, ja glaube ich. Zeit dafür. Das hat der Hund die entdeckt. Ich habe gedacht, stellt mir doch mal so ein Frohlich daher. Komm mal rein hier. Bist du mit, glaube ich, Weißwurst, oder? Komm mal her. Bist du Hunde? Habt ihr ein Hund, ein Tier ja, zu Hause? Ja, ich habe einen Malteser, ja. Ein Malteser? Ich wollte ihn schon denken lassen, aber der vom Hilfsdienst? Er ist auch ein Männchen. Auch ein Männchen. So. Jetzt frisst er nach hinten, das sollte doch für die Leute, ein bisschen was Nettes für die Leute. Die Reinemacher-Frau von meinem Anwalt, die schaut die Sendung nur wegen dem Hund. Wollen Sie mal sehen, hier ist er wieder. Damit die Frau nicht ganz, also ist er weg. Also, wann, vor 10 Jahren war es zuletzt Mal bei Bayern München, wann wird das nächste Mal kommen? Habe ich wegen dem Hund gesagt, um Gottes Willen? Wegen des Hundes. Wegen des Hundes, eben Genitivus, um Gottes Willen. Hast du denn Abitur? Also ich meine so, im Vergleich zu ihm? Ich bin Deutschlehrer, was es auch noch furchtbar viel, viel schlimmer macht. Des Hundes wegen. Ah, ja. Also hau ab, blöder Köter. Wegen am Hund. Also nochmal, jetzt würdest du ihn mal, wenn du auf der Tribüne sitzt, mal so winken, auch während des Spiels, dann... Ich wink nur meiner Frau. Nur meine, ja? Oh, nur meine. Aha, geht dir abseits fahren hoch, hat er seine Frau gewinkt. Ja, dann, ich könnte noch ein bisschen länger machen, weil du bist ein Mensch, auch wenn man nichts von Fußball versteht, kann man sich trotzdem mit dir unterhalten. Das ist doch angenehm. Ja gut, ich meine... Wir haben eine Eigenschaft zusammen und das ist, glaube ich, Humor. Ach, siehst du. Nein, oh, endlich, deswegen. Wir Humoristen. So, was haben wir gemeinsam? Unsere Liebe zu Kindern. Ja, doch. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Nehmen das heißt, bleibt kurz, ne, bleibt sitzen. Wir machen einfach noch, nochmal Winke, Winke. Jetzt kommt eine kurze Unterbrechung, in welche wir den Hund füttern und dann sind wir wieder da. Muriel Baumeister, Mehmet Scholl. Wie sieht deine nächsten Tage aus? Also wann musst du jetzt dann für das Spiel, heute ist Mittwoch, wann fängst du an, richtig dann hart zu arbeiten? Ja, wir arbeiten jeden Tag hart. Jeden Tag, bist gut im Training. Du nimmst auch nichts zu, ne? Nee, ich kann essen, was ich will. Nee. Du hast Gewichtsprobleme nie, ne? Als junge Mutter sowieso nicht. Viel Schokolade oder? Das ist alles Milchbilden, Champagner, Erdnüsse, alles, was sonst dick macht. Milchbilden, aber darum Champagner, ja. Macht ein schönes Bäuerchen mal lieber. Machst du auch immer über der Schulter und dann so und das kommt nicht und das kommt und nicht. Und wenn es kommt, dann kommt es dicke. Ja, kommt dicke, ja. Aber heute kommt Champagner. Dann danke schön, dass ihr da wart. Ich weise noch einmal auf unsere Gäste morgen in Horst Tappert. Dein väterlicher Freund Horst Tappert. Der dreht morgen mit mir. Ist ja merkwürdig. Siehst du, und abends kommt er zu mir. Wie ist das mit den Augenringen? Sind die immer gleich oder hat er manchmal bessere und manchmal... Ich muss mit ihm drehen. Ich äußere mich dazu nicht. Aber mir geht's auch schon los. So, der verfrisst meinen ganzen Bonbons hier. Und dann, ich zeige es nicht gerne, aber einfach auch für die Kinder nochmal, dass man immer wieder im Leben mal auf die Nase fällt. Noch einmal Mandy Wötzen und Ingo Steuer. Ich kann es nicht sehen und trotzdem, man muss immer wieder hinkommen. Selbst hier oben das Herz stehen. Oh, also morgen, es geht ja aber Gott sei Dank wieder besser, sonst könnte man das, also es ist eine Platzwunde am Kinn gewesen. Und die schöne Frau Bissett, Jacqueline Bissett, aber Bizet ist der Komponist und Bizet ist das Gebäck, also schöne Frau. Bissett, ne? Schöne Frau, so werde ich sie begrüßen. Am besten, wenn man sagt, immer noch eine schöne Frau, nein, das haben sie ganz besonders gerne. Schlecht. Nein, ich sage eine schöne Frau. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Nacht und damit sind wir beim Schluss. Dankeschön, Mehmet, Muriel, wow, gute Nacht, servus.